Aber erstmal auf den Angriff. Und der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für Phoenix Lübeck in der zweiten Spielminute. Jonathan Stöver ist da zum Boden gesegelt. Berger verlädt Bergmann und es steht 1:0 für Phoenix Lübeck. Gegen BSV Kickers Emden. Torschütze mit der Nummer 6, der Kapitän Johann Berger. Guter Ballgewinn von Siderkewitsch und jetzt geht es schnell gehen. Über Schiller, der bringt den Ball nicht an den Platz und das ist wieder ein klasse Ball von Eickhoff. Ickwe sucht natürlich in der Mitte. Es findet Abbey. Ist hier noch nicht vorbei. Siderkewitsch aus der zweiten Reihe, der Ball rollt durch. Aber Leonard. Pack zu. Ebbe macht das starke Beißgeheiz. Ebbe mit dem Abschluss. Und jetzt Bock. 4-5. Neuloka schüttelt da Herbst ab. Der legt ab auf Liseur. Und das ist eine klasse Parade von Marcel Bergmann. Corwin Bock bringt den Ball und ja, Glück auf Seiten der Emder, aber so ist die Situation noch nicht vorbei. Berger auf den ersten Pfosten und das Tor für Phoenix Lübeck. Und ich glaube, es ist Jonathan Stöver, der hier auf 2:0 erhöht. Und da haben sie nicht aufgepasst am zweiten Pfosten. Auf die Säcke Johann Berger. Ah, Bergmann segelt dran vorbei. Eickhoff kann an den Ball behaupten. Und jetzt die Kontersituation. Rechts Tido. Tido kann einen Meter machen, hat Platz. Treibt den Ball. Auf Tobias Steffen. Steffen kann jetzt den Abschluss wagen. Steffen nimmt den Abschluss. Aber der Unparteiische zeigt an. Abseits. Schiller. Arschwege. Oh, Bergmann kriegt da jetzt Druck. Muss den Ball spielen. Vertändelt den Ball. Und das ist die freie Bahn für Julius Kliti. Und das ist das 3:0. Und dieses Tor ist, glaube ich, der perfekte Schlusspunkt auch für diese Partie und beschreibt den Auftritt des BSV Kickers Emden mehr als nur deutlich. Darf so nicht passieren, legt sich den Ball zu weit vor und somit steht es 3:0 durch Julius Kliti. Das Spiel lief sehr unglücklich für uns heute. Nach 3 Minuten direkt einen Elfmeter zu kriegen, ist natürlich bitter für uns und ja, so stellt man sich das nicht vor. Ist dann schwierig, wieder ins Spiel reinzukommen, gerade nach der Niederlage am Mittwoch gegen Osnabrück. Aber ja, für uns gilt jetzt, den Kopf oben zu halten und voller Fokus auf Freitag gegen Meppen.